Schülern, künftiger Kollege Florian Tonka, meine sehr verehrten Damen und Herren, Abgeordnete aus den verschiedenen Parlamenten, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe noch Andersdenkende, es war ja eine fulminante Einführung von Herrn Tonka. Ich kenne das Prinzip, Latte möglichst hochschrauben, damit man da durchläuft, aber ich werde versuchen, Ihnen diesen Gefallen nicht zu tun. Ich freue mich sehr, dass ich heute in Sindelfingen bin, dass ich überhaupt in Baden-Württemberg bin, weil ich auch dabei bin, mein Verhältnis zu meinen baden-württembergischen Freunden zu klären, die ja Bundesliga eine große Rolle spielen. Philipp Homburger und Dirk Niebel ist eine Art Wiedergutmachung dafür, dass Dirk Niebel einen offenen Wettstreit mit mir auf dem Bundesparteitag für die Wahl des Regierungskollegen ist. Seitdem gibt es wirklich eine Männerfreundschaft zwischen uns beiden, weil er genau wie ich Anhänger eines Wettstreits ist, der offen ausgetragen wird und nicht hinter verschlossenen Türen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will die Spannung gleich herausnehmen, damit Sie sich entspannt meinem weiteren Vortrag widmen können. Die FDP wird bei der Bundestagswahl bundesweit irgendwas zwischen 8 und 9% erreichen, wahrscheinlich eher 9 als 8. In Schleswig-Holstein als Beispiel. Und ich kann das ganz einfach begründen, unabhängig von den Meinungsumfragen. Wir haben im letzten Jahr in Schleswig-Holstein bei der Landtagswahl 8,2% erreicht. Nordrhein-Westfalen 8,6%, in Niedersachsen sogar 9,9%, mit völlig unterschiedlichen Ausgangssituationen, völlig unterschiedlichen Konstellationen, unterschiedlichen Programmen, unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und das zeigt, dass die FDP auch bundesweit dieses Ergebnis egalisieren kann, wenn sie denn selbst keine eigenen Fehler macht und den Wahlkampf jetzt so angeht, wie er sich abzeichnet. Wir haben noch 73 Tage bis zum 22. September. Um diese Uhrzeit an dem Abend werden wir wissen, wie es ausgegangen ist. Und ich bin sicher, dass ich mit vielen meiner Freunde, und ich habe mittlerweile viele Freunde, auf den Wahlsieg, auch der FDP und die Fortsetzung der Koalition aus FDP und CDU, CSU eintreten kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was werden die Menschen am 22.09., wenn sie in die Wahlkabine gehen, sich überlegen? Die meisten fahren in Urlaub, sind in Europa unterwegs, kommen nach Hause und sagen, mein Gott, wie geht uns das eigentlich gut? Wir haben einen vergleichsweise hohen Wohlstand, Europa und auch weltweit. Wir haben, wie Tom hat es beschrieben, eine eigentlich auskömmliche Arbeitsmarktsituation mit weiteren Verbesserungen. Wir haben, dazu komme ich näher nochmal, eigentlich keine Gerechtigkeitslücke, auch wenn viel darüber gesprochen wird. Die Menschen werden sich fragen, wollen wir, dass es so bleibt oder vielleicht noch besser wird für uns, oder wollen wir uns auf das Experiment einlassen, dass es unter Umständen schlechter wird? Und ich bin sicher, die meisten vernünftigen Menschen werden sich so entscheiden, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass es schlechter wird, wir wollen, dass es so bleibt und werden deshalb ihre Stimmen jedenfalls bei der jetzigen Koalition abgeben, und zwar mit einer deutlicheren Mehrheit, als sie das gegenwärtig noch für möglich halten oder erwarten. Was sind die Bedingungen unseres Wohlstandes? Herr Tonka hat es angesprochen. Infrastruktur, Bildung und Ausbildung und ein vernünftiges System der steuerlichen Anspruchnahme, darauf komme ich noch einmal zurück, weil ich Ihnen einige Dinge aus meinem persönlichen Erleben schildern will, der ich ja seit einem Jahr unter einer rot-grünen Landesregierung leiden muss, die noch ein kleines Anhängsel hat, der SSW, die dänische Minderheit, und deren praktische Politik so katastrophal ist, dass die Wirtschaftsdaten in Schleswig-Holstein mittlerweile wieder in den Keller gehen, obwohl der Ministerin versprochen hat, um Schleswig-Holstein das blühendste Land Deutschlands zu machen. Und Sie selbst haben ja auch seit einiger Zeit eine Regierung, bei der deren Erfolgsmodelle sich anschließend noch, wie ich finde, zu ihrem Nachteil auswirken werden. Infrastruktur heißt zunächst Verkehrsinfrastruktur, aber auch Kommunikationsinfrastruktur. Und der Tonka hat es angesprochen, überall dort, wo die Grünen mitregieren, werden die Verkehrsetats, jedenfalls was den Straßenbau angeht, zusammengestrichen. Es wird ungeschichtet angeblich zu den öffentlichen Personennahverkehrsmitteln, vor allen Dingen aber zum Radwegebau, zum Wegbrückenbau. In Schleswig-Holstein haben wir noch eine weitere Besonderheit. Wir haben sehr viele Frostschäden auf Straßen, die nicht repariert werden, sondern die jetzt in einem amtlichen Kataster erfasst werden, sodass Sie, wenn Sie auf die Internetseite unseres Ministeriums gehen, für Wirtschaft und Verkehr, jetzt sehen können, wo Schlaglöcher auf welchen Straßen sind. Das ist jetzt keine Satire, das ist ganz gemeins. Und die Frage von mir im Parlament, warum nicht die Straßen aufgenommen worden sind, wo keine Schlaglöcher sind, das wäre weitaus weniger gewesen, ist damit beantwortet worden, dass man ja Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung zunächst mit der Erfassung des Problems beschäftigen wollte. Da habe ich die Grünen gefragt, warum denn die Schlaglöcher nicht repariert werden sollen. Und die Antwort war sehr verblüffend. Dann würden die Menschen weniger Auto fahren. Nun kann man sich Erziehung auch anders vorstellen, vielleicht mit der Pelle oder was auch immer.
Aber dass man jetzt riesige Schlaglöcher auf Straßen lässt, damit Menschen weniger Auto fahren, hat schon kabarettreifen Charakter. Dann habe ich eingewandt, ja, aber wenn die Menschen auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen, sondern auf Busse, die fahren ja auch auf Straßen. Leuchtet ein. Das leuchtet selbst unseren grünen Freunden ein, weshalb sie jetzt dazu übergegangen sind, die Straßen zu reparieren, wo Busse fahren und die anderen nicht. Ich spreche das so deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil offensichtlich einige unserer Mitmenschen glauben, man kann Wohlstand auch organisieren, wie man Radwege baut. Ich kann Ihnen sicher garantieren, dass Sie Güter auf Radwegen nicht in ausreichender Zeit transportieren können, um rechtzeitig bei den Menschen oder bei den Kunden zu sein. China hat das mal versucht, nahtlos gescheitert. Je größer die Produkte wurden, desto schlimmer war es, die fortzubewegen. Wir brauchen eine intakte Infrastruktur und überall dort, wo die Grünen mittrainieren, tun sie alles, um diese Infrastruktur, auch den Ausbau der Infrastruktur, zu torpedieren mit noch so guten Argumenten, nämlich denen, dass es weder der Umwelt noch den Menschen dienen würde, wenn der Verkehr ständig zunehmen würde. So als hätten wir es im Lande selbst in der Hand, wie Verkehr sich organisiert, wie Mobilität sich organisiert. Aber ich sage, es ist auch ein Freiheitsrecht von Menschen, dass sie sich von A nach B bewegen können, dass man zueinander finden kann. Deshalb ist es auch eine Einschränkung von Freiheitsrechten, wenn man sie oder mich damit erziehen will, dass ich weniger Auto fahren soll, damit die Schlaglöcher größer werden. Es gibt ja, ich gab ja im ehemaligen DDR ein Programm, das wissen Sie wahrscheinlich, die hatten auch erkannt, dass sie Schlaglöcher hatten. Dann gab es einen 5-Jahres-Plan, wonach die Schlaglöcher innerhalb von 5 Jahren halbiert werden sollen, die Anzahl der Schlaglöcher. Da hat man festgestellt, dass nicht ausreichend Material in der DDR vorhanden war, um das umsetzen zu können. Dann hat das Politbüro beschlossen, die Genossen vor Ort zu bitten, aus 2 Schlaglöchern 1 zu machen, indem man die Zwischenräume dadurch auch noch aufhackte. Damit hätte man den Plan erfüllt, das Problem aber nicht beseitigt, sondern verschärft. So ähnlich kommt es mir manchmal vor, wenn ich die verkehrspolitischen Vorstellungen unserer grünen Freunde hier vor Augen führe. Kommunikationsinfrastruktur, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ausbau wirklich leistungsfähiger Verbindungen wird eine Herausforderung der Zukunft sein. Weil wir feststellen werden, dass die ländlichen Räume sich entleeren, wenn Menschen und vor allem Unternehmen an der Kommunikation nicht mehr in gehöriger Weise teilnehmen können. Unternehmen, die ja auch ihre Kunden über das Netz befriedigen müssen. Und das kann es nicht sein, was wir wollen. Deshalb müssen wir dafür Sorge tragen, dass der Breitbandausbau flächendeckend schnellstmöglich vollzogen wird. Denn die demografische Entwicklung wird ohnehin dazu führen, dass im ländlichen Raum immer weniger Versorgungseinrichtungen noch vorgehalten werden können und der Druck auf die Städte wird sich verstärken, wenn dies nicht funktioniert. Da erleben wir auch jetzt regelmäßig gute Einschätzungen unserer grünen Freunde. In Schleswig-Holstein ist beispielsweise der Breitbandausbau von Flächendecken vom Jahr 2020 aufs Jahr 2030 verschoben worden, weil die Menschen ja wahrscheinlich künftig mit Trommeln oder Brieftauben kommunizieren sollen und möglicherweise auch nicht so viel ländlichen Raum produziert werden soll, der ja der Natur überlassen und zurückgegeben werden soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Regierung war im Amt bei uns und hat entschieden, Rot-Grün 17 Hektar Wald in Nordfriesland abzuholzen. Schleswig-Holstein ist ja wirklich waldreiches Gebiet, kann ich Ihnen sagen. 17 Hektar Wald abzuholzen, den Boden abzutragen für einen 2-Stunden-Millionenbetrag. Wir haben Schulen zerfallen, muss ich dazu mal sagen. Um eine Schmetterlingsart wieder anzusiedeln, die vor 200 Jahren dort gelebt haben. Meine Frage war, woher die Schmetterlinge das wissen, dass wir wieder siedeln können, über Facebook, Twitter oder was auch immer. Aber wenn wir so weit sind, dass wir, um eine Renaturierung herzustellen von vor 200 Jahren, um uns die Frage ernsthaft zu stellen, ob die Umweltbedingungen sich vielleicht verändert haben, 2-Stunden-Millionenbeträge aus dem Staatshaushalt ausgeben, in den anderen Bereichen, die ich noch kommen werde, diese Mittel dann nicht mehr zur Verfügung haben. Das stimmt etwas nicht in unserem Land, dann muss es geändert werden. Das kann nicht wahr sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bildungspolitik. Eine ganz wichtige Frage, weil wir immer weniger junge Menschen haben, auf die immer größere Anforderungen zukommen werden und wir deshalb alles dafür tun müssen, dass unsere jungen Menschen so gut wie möglich gebildet und ausgebildet werden. Unsere eigene wirtschaftliche Entwicklung, unser eigener Erfolg, Ihre und meine Rente wird davon abhängen, wie gut uns das gelingt. Erfindungen, technische Fortschritte fallen nicht von Himmel, haben was mit Brain und Brainstorming zu tun, mit Geist und Entwicklung des Geistes. Deshalb finde ich mittlerweile Debatten völlig ätzend, die geführt werden über Schulsysteme, über Schulordnungen, die nicht nach Kriterien fragen, was denn Kinder in bestimmten Jahrgängen zu bestimmten Zeiten erfüllen müssen, die vor allem unberücksichtigt lassen, dass Menschen alle unterschiedlich sind. Unikate und nicht über einen Leisten geschoren werden können, dass es darauf ankommt, jeden jungen Menschen nach seinen Fähigkeiten und Begabungen zu entwickeln, optimal auszubilden,
und nicht den Versuch zu unternehmen, aus allen das Gleiche zu machen. Es gibt einige Bildungsgrundierer, die glauben, wenn man nur ausreichend Input in jedes Kind steckt, kann aus allen das Gleiche werden. An meinem eigenen Beispiel versuche ich mal zu erklären, dass das falsch sein muss. Als ich 6 Jahre alt war, haben meine Eltern mir zu Weihnachten eine Blockflöte geschenkt. Ich kriegte 2 Töne ohne Schmerzen heraus und haben die beschlossen, das Kind ist musikalisch, der muss Geigenunterricht nehmen und Gesangsunterricht. Ja, meine Stimmung war anders als ihre, sie lachen darüber, ich war tief traurig. Das mit der Geige war nach 6 Wochen zu Ende, weil die Saiten kaputt waren. Und das mit dem Gesangsunterricht war zu Ende, nachdem Eintracht Braunschweig deutscher Meister wurde. Ich muss das betonen, Braunschweig ist jetzt abgestiegen in die erste Bundesliga. Also 1967, und ich den Sieg mit herbeigebrüllt hatte, ich in die Stimmung hochkam und das mit dem Gesang zu Ende war. Ja, das habe ich genauso gesehen. Aber ich will ja an diesem Beispiel sagen, selbst wenn ich 8 Stunden am Tag Gesangsunterricht bekommen hätte, aus mir wäre kein Opernsänger geworden, auch wenn manche meiner Partei, Herr Tonka, weiß, wovon ich rede, heute noch sagen, das wäre wahrscheinlich der bessere Weg für uns und für ihn gewesen. Aber es gibt Menschen mit musikalischer Begabung, es gibt Menschen mit künstlerischer Begabung, es gibt Menschen, die handwerkliche Fähigkeiten haben, zu denen ich jedenfalls nie in der Lage sein werde. Sie gucken ja wahrscheinlich auch Fernsehen, am nächsten Samstag Deutschlands größte Grillshow ausgestrahlt, an der ich teilnehmen durfte, und ich kann mittlerweile sagen, welchen guten Respekt ich vor Köchen habe, die auf einem Grill einen 4-Gänge-Menü zaubern können, das mit Sterne-Köchen vergleichbar ist. Das würde ich nie hinbekommen, meine Frau übrigens auch nicht. Die gesagt hat, wenn er eben Gott gewollt hätte, dass ich kommen kann, hätte er keine Restaurants erfunden. Es gibt Menschen mit mathematischen Fähigkeiten, mit sprachlichen Fähigkeiten, mit sportlichen Fähigkeiten. Unser aller Interesse muss daran liegen, die jungen Menschen, entsprechend ihrer Begabung und Fähigkeiten auszubilden. Das bedeutet eben auch zu differenzieren, sie in diesen Bereichen besonders zu fördern und nicht alle über einen Leisten in einer Schule, mit einer Inklusion, mit sozusagen einem Unterricht, einer Unterrichtsgestaltung zu versorgen. Dann werden wir unsere Aufgabe nicht gerecht, und ich sehe bei der Bildung, bei den bildungspolitischen Vorstellungen unserer politischen Mitkonkurrenten gelingt eine völlig andere Auffassung, von der ich glaube, dass sie weder den jungen Menschen gerecht wird und ihren Neigungen und Fähigkeiten noch der Gesellschaft insgesamt. Und meine Damen und Herren, das fiskalische System spielt eine große Rolle. Es gibt Menschen, die glauben, Steuern kann man einfach so erheben. Und es gibt keine weiteren Auswirkungen, außer dass einige weniger Geld haben und der Staat im Zweifel mehr Geld hat. Das ist eine grundfalsche Annahme, weil Steuern nicht nur einen fiskalischen Effekt auslösen, sondern auch einen ökonomischen. Immer auch einen ökonomischen. Und ich will mal die 3 wunderbaren Steuerarten aufgreifen, die von der SPD und von den Grünen momentan thematisiert werden. Das ist Einkommensteuer, Erhöhung des Spitzensteuersatzes, das ist Vermögensteuer, Vermögensabgabe und das ist Erbschaftssteuer. Fangen wir mit der Einkommensteuer an. Von der Peer Steinbrück, mit dem ich ja viel zusammen studiert habe, wir haben gemeinsam ein Examen gemacht. Er behauptet nach wie vor öffentlich, aber das bessere Examen gemacht als ich. Ich werde das 14 Tage vor der Wahl klarstellen. Aber jedenfalls hat Peer Steinbrück in seiner Autobiografie unterm Strich, die ich jedem wirklich zu lesen empfehle, ich gebe sonst keine Literatur empfehlen, hat er gesagt, das Steuersystem hat immer ökonomische Auswirkungen und man sollte bei der Frage der Einkommensteuer äußerst zurückhaltend sein. Er hat formuliert, kann man von einer steuerlichen Ungerechtigkeit sprechen, wenn die oberen 10% der Einkommensteuerzahler 56% des Aufkommens finanzieren und die unteren 20% der Einkommensteuerzahler nur 0,1. Diese Frage stellen heißt sie beantworten auf Seite 368 seines Buches, es ist keine steuerliche Ungerechtigkeit. Aber es könnte eine Werbemaßnahme sein, meine Damen und Herren, wenn man den Spitzensteuersatz erhöht, ohne die Konsequenzen zu machen. Ich bin in Baden-Württemberg, ein Land, das sehr stark mittelständisch strukturiert ist, relativ wenige große Kapitalgesellschaften, hat aber viele Personengesellschaften. Für Personengesellschaften, für Freiberufler, für Selbstständige ist der Spitzensteuersatz gleichzeitig auch der Unternehmensgewinnsteuersatz. Und gerade in Baden-Württemberg, das hat die Region so reich gemacht, belasten viele Familienunternehmer den Gewinn im Unternehmen, nehmen nicht heraus. Und wenn Sie den Gewinn mit 4-5% stärker besteuern als gegenwärtig, wenn Sie den Spitzensteuersatz annehmen, gibt es nur 2 Möglichkeiten darauf zu reagieren. Entweder sich Fremdkapital zu besorgen, also sich bei einer Bank zu verschulden, oder die Kostenstruktur anzupassen, was in aller Regel heißt, im Unternehmen etwas zu machen, was man an sich nicht machen will. Das heißt zunächst auch mal zu gucken, braucht man die Mitarbeiter für die Beschäftigung, die auch lange. Man muss das wissen, dass es solche Reaktionen geben kann, dass es Auswirkungen haben kann auf den Arbeitsmarkt, auf den Wohlstand, auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Der Einwand von Jürgen Trittin, das könne man doch ändern, indem alle
Personengesellschaften zu Kapitalgesellschaften werden, ist ziemlich hirnrissig, weil er verkennt, dass bei Personengesellschaften die Beziehung des Unternehmers zu seinen Mitarbeitern eine besondere Bedeutung haben, die Krisen, etwas, worum uns alle anderen Länder um uns herum maßgeblich beneiden. Also ich warne alle Verdächtigen mal zu sagen, es macht doch diesmal 4% mehr bei der Einkommensteuer, es macht für viele Unternehmen eben eine Erhöhung ihrer Kosten um 4%, für viele Selbstständige, Freiberufler in gleicher Weise. Vermögensteuer. Ein wunderbares Thema, weil sich damit so gut Wahlkampf machen lässt. Was kann es denn bedeuten, dass man 10%, wie die Grünen es fordern, seines Vermögens einfach mal für 10 Jahre abgeben muss? Ich habe überlegt, wie ich das machen soll, 170 Quadratmeter von meinem Grundstück an den Grünen abzugeben, wie sie das deponieren und lagern wollen. Ja, das ist der zentrale Punkt. Nicht Vermögen ist nur auf dem Papier vorhanden. Es wird erst dann interessant, wenn sie liquidieren müssen, um Cash zu bekommen. Und das Problem kann entstehen, dass zu dem Bewertungsstichtag, alle Vermögen müssen ja nach Marktpreisen bewertet werden, ein anderes Vermögen vorhanden ist als zum Erhebungsstichtag. Bei Aktien kann man es ja sehr schnell vorstellen, wenn ich am 31.12.110, am 5.1.10, weiß eben, dass ich mehr Geld aufwenden muss für die Besteuerung, als ich an Aktienvermögen überhaupt noch habe. Das kann man auch bei Immobilienvermögen sich angucken. In Schleswig-Holstein ist in der Stadt Leck die Bundeswehr abgezogen. Stand von heute auf morgen 160 Einfamilienhäuser zum Verkauf. In Leck werden also normalerweise im Jahr 3 bis 4 Häuser umgeschlagen. Was meinen Sie, war die Konsequenz daraus? Der Marktwert der Häuser, die in den Büchern der Sparkasse bei 250.000 Euro im Durchschnitt stand, ist auf 0 reduziert worden. 0. So, deshalb, wenn Sie keinen Käufer finden und auch nach Ihrer Zeit keinen Käufer finden, müssen Sie nicht, dass das Haus in der Errichtung 200.000 Euro gekostet hat. Wenn Sie es nicht verkaufen können, nicht liquidieren können, haben Sie damit kein Geld. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssen etwas besteuern und Steuern zahlen vor allen Dingen für etwas, was plötzlich durch die weitere Entwicklung einen Wert von 0 gehabt hat. Das zeigt schon, wie dumm diese Annahme ist. Und wir haben das Lebensbeispiel beim Nachbarn, Frankreich. Frankreich gibt es mittlerweile 11.400 Menschen, die mehr Vermögensteuer zahlen müssen, als ihr Einkommen pro Jahr erwirtschaften. Was bedeutet, Sie müssen Ihr Vermögen teilweise liquidieren. Dann sage ich, okay, wenn das bei mir auch so wäre, ich kriege ja dafür kein Geld, kriege ich eben die Quadratmeter Grund und Boden oder ein Zehntel meines Hauses oder ein Zehntel meines Autos oder was auch immer. Und dass das nicht nur Arme trifft oder nicht nur Reiche trifft, sondern auch vergleichsweise Arme, die Vermögen auf dem Papier haben, kann man an dem Ort feststellen, aus dem ich komme, dem Ort Strander, einem Ort an der Ostsee mit einem wunderbar gelegen, wenn Sie nicht wissen, was Sie in Ihrer Freizeit und Urlaub machen sollen. Ich empfehle Schleswig-Holstein. Sie müssen zu uns kommen, bei uns viel Geld ausgeben, uns hilft in meinem Land. In besonderer Weise, und das macht Sie dann auch noch mehr sympathisch, als Sie ohnehin schon sind. Aber in diesem Ort Strandl sind nach dem Krieg Fischer aus Ostpreußen und Pommern angesiedelt worden. Damals waren die Wohnschiffspreise vergleichsweise niedrig und die Preise in Richtung der kleinen Fischerhäuser auch vergleichsweise niedrig. 40.000 D-Mark damals konnte man ein wunderschönes Grundstück über 1000 Quadratmeter erwerben und ein Hausverkauf errichten. Es leben immer noch die gleichen älteren Leute jetzt in den Häusern und Fischer bekommen eine schlechte Rente, weil die auch relativ wenig eingezahlt haben während der Zeit ihrer Berufstätigkeit. Aber deren Grundstücke sind mittlerweile exorbitant viel wert. Finden in Strande bei 1000 Quadratmetern kein Grundstück unter einer Miete. Häuser spielen keine Rolle, werden abgerissen oder sonst aufgebaut. Jetzt sitzen die armen Menschen da, Freibetrag 1 Million, haben möglicherweise 1,2 Millionen. Und dann? Wollen wir sie jetzt aus ihren Häusern vertreiben, weil sie die Vermögensteuer nicht aufbringen können? Wollen wir sagen, euer Lebensamt müsst ihr jetzt woanders verbringen, weil der Fiskus euer Geld haben will? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer an die Substanz will, der wird die Substanz vernichten. Das haben uns andere Gesellschaften auch schon gezeigt. Und es ist ein Akt der Ungerechtigkeit, wirklich nicht der Gerechtigkeit, immer diejenigen, die ihr Vermögen aufgebaut haben, diejenigen, die in den Betrieb investiert haben, diejenigen, die fleißig gewesen und gespart haben, im Anschluss daran bestraft, ausgerechnet durch diejenigen, die das in ihrem Leben nicht getan haben. Ich bin sicher, dass der Trittin ihre Vermögensteuer, die Vermögensabgabe nicht unterfallen will. Das kann aber kein Grund sein dafür, dass er das Geld anderen wegnimmt. Dass die Erben ja noch nichts geleistet haben. Sie erben ja etwas, wofür sie nichts getan haben. Das ist ein Blickwinkel. Der andere Blickwinkel ist meiner. Ich komme langsam in ein Alter, wo ich weniger als Erblasser als Erbe denke. Meine Eltern sind schon verstorben, da ist nichts mehr zu holen. Sondern mehr als Erblasser. Meine Kinder sollen das bekommen, was ich vererbe und nicht Jürgen Trittin. Er soll mir seinen schmutzigen Finger nicht in das Erbe hineinbringen.
Ich will meiner Frau etwas hinterlassen. Ich will für mein Alter vorsorgen, aber auch wissen, dass wenn es mir der liebe Gott nicht vergönnt, das auch alles noch zu genießen, jedenfalls das Geld in meiner Familie bleibt und nicht von Menschen ausgegeben wird, die selbst nie was dazu getan haben, sich aber anmaßen, über dieses Geld, was ich dann hinterlasse, oder das von mir, was ich hinterlasse, zu verfügen. Deshalb sage ich danke. Weil es Menschen dazu veranlasst, tatsächlich weniger zu sparen, weniger für Alter vorzusorgen. Unterschätzen Sie das nicht. Und wenn es eh keinen Sinn macht, etwas zu hinterlassen, dann werden Menschen sich auch weniger darum bemühen, das, was sie hinterlassen könnten, in Pflege zu halten oder aber auch weiter aufzubauen. Ich habe vor einigen Wochen mit Dietmar Bartsch, dem ehemaligen Geschäftsführer der Linken, dabei eine Diskussion geführt, der gesagt hat, okay, ist doch toll, wenn die Leute weniger sparen und mehr ausgeben, dann konsumieren sie mehr, wenn die Konjunktur angeheizt. Da geht es richtig los und habe ich gesagt, jetzt erklären Sie mir mal, Herr Bartsch, die deutsche Konjunktur angeheizt werden kann, wenn ich auch noch Mauritius mein Geld ausgebe. Was für eine schlichte Vorstellung zu glauben, das macht man immer nur im eigenen Land. Selbstverständlich macht man es auch woanders. Deshalb sage ich, wer an der Erbschaftssteuerschraube dreht, der macht wieder etwas falsch im ökonomischen Sinn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe versucht zu skizzieren, worauf kommt es an, wenn wir uns den Wohlstand erhalten wollen. Ich bin sicher, die Menschen werden das genauso sehen, denn das Lebensbeispiel dafür, was Bruno vorhat, haben wir genau auf der anderen Seite der Grenze in Frankreich. Genau auf der anderen Seite der Grenze in Frankreich. Da führen mehr Steuern, mehr Regulierung, weniger Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt nicht zu mehr Beschäftigung, nicht zu mehr Wohlstand, sondern zu mehr Arbeitslosigkeit, geringerem Wohlstand, zu einer höheren Staatsverschuldung und einer immer ausweglosen Politik. Und wenn es der französische Industrieminister dann empfiehlt, wir sollten doch als Deutsche, der hat doch was angesprochen, weniger exportieren, sagt er damit ja nicht gleichzeitig, dass es in Frankreich besser gehen würde. Wir verringern vielleicht den Abstand und die Regierung muss weniger erklären, warum es uns so gut geht und denen so schlecht, dass die Politikmodell vielleicht nicht richtig ist. Aber unterliegt auch der falschen Vorstellung, dass ich deshalb ein Citroën oder ein Peugeot mehr kaufen würde, weil wir weniger exportieren. Frankreich muss wettbewerbsfähiger sein, die Produkte müssen wettbewerbsfähiger werden. Die müssen mehr Wohlstand generieren und ich glaube, wir müssen weniger Wohlstand generieren. Dann wird daraus ein Schub und nicht umgekehrt. Deshalb bin ich froh, dass wir im Rahmen der Euro-Rettung versuchen, den anderen Nationen zu erklären, dass ihre eigene Überlebensfähigkeit davon abhängt, dass sie sich qualitativ anders aufstellen, wettbewerbsfähiger werden und nicht die Wettbewerbsfähigkeit anderer versuchen einzuschränken. Das ist das Modell, was wir vorleben, wir Deutsche, und das ist das Modell, was andere nachahmen müssen, sonst kommen sie aus der Krise nicht heraus. Denn eine dauerhafte Alimentierung anderer Länder ohne eigene Anstrengungen kann und wird es nicht geben, überfordert nicht nur uns, sondern führt dazu, übrigens auch wieder nicht von mir, sondern von Peer Steinbrück in seinem Buch, unterm Strich führt dazu, dass die Länder einfach faul werden und sich darauf verlassen, dass andere ihre Probleme lösen. Peer Steinbrück schreibt in seinem Buch, er ist gegen die Transferunion, weil sie dazu führt, dass andere Länder sich ausruhen können und nicht mehr ihre eigenen Probleme im eigenen Land lösen, während er jetzt bedauerlicherweise als Kanzlerkandidat der SPD, des Wahlprogramm der SPD im Bund etwas anderes vertreten muss. Peer Steinbrück, wie gesagt, ich mag ihn sehr als Person, witziger Typ, dem können Sie einen lustigen Abend verbringen, die Arme ist auch leider der Kanzlerkandidat der SPD geworden. Ja, Sie lachen. Peer Steinbrück wollte Beinfreiheit an der Zwangsjacke bekommen und darunter leidet er momentan, wie wir beim Auftritte der SPD gesehen haben, merklich. Und ich kann ihn da auch nur menschlich bedauern, politisch natürlich nicht, denn Sie wissen, wir sind immer nur so gut wie die anderen, die mitspielen, uns auch gut aussehen lassen. Und in diesem Fall haben sowohl Bündnis 90 Die Grünen als auch Sozialdemokraten in einer völlig anderen Zeit sich überlegt, dass sie mit einem Steuererhöhungsprogramm angeblich Investitionen zu finanzieren, die Menschen beglücken können. Ich glaube nicht, dass man damit wirklich Wahlen gewinnen kann. Ich glaube auch nicht, dass das zu dem Ergebnis führt, was sie ihnen verheißen werden, nämlich mehr Wohlstand fördern, sondern dass das genaue Gegenteil eintreten wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich höre mal wieder die FDP. Habe ich beim letzten Mal gewählt, ich habe taktisch gewählt, ich auch. Ich habe auch taktisch gewählt. Ich habe beim letzten Mal auch FDP gewählt. Und ich bekenne freimütig, ich werde es wieder tun. Ich habe beim letzten Mal schon Bauchschmerzen gehabt, ich habe sie wieder, aber da habe ich nur Bauchschmerzen, bei allen anderen wird mir Speichel übel. Das gilt übrigens auch für unseren Koalitionspartner. Bei dem man ja immer nicht weiß, ob das am Abend noch gilt, was morgens noch Parteiprogramm gewesen ist. Also die Geschwindigkeit, mit der dort fundamentale Prinzipien umgestoßen werden, verblüfft mich schon. Also solche Flexibilität hätte man früher nur der FDP zugetraut. Die haben uns da mit Meilen haben sie uns geschlagen. Letztes Beispiel Vorratsdatenspeicher.
Und da geht es um Freiheitsrechte und Bürgerrechte, um ihr Leben, um die Frage, ob sie ihr Leben auch selbst gestalten. Vor der Prism-Veröffentlichung in den USA, wir brauchen sie dringend, unbedingt, im Kampf gegen Terror, gegen wen auch immer, gegen Menschen aller Hautfarbe, allen Geschlechts, und die FDP und Dr. Schnabelberger sind ein Sicherheitsrisiko. Herr Friedrich Innenminister, wortwörtlich, die FDP und Frau Dr. Schnabelberger sind für Deutschland ein Sicherheitsrisiko. Dann kam die Prism-Diskussion, da kamen die Briten dazu, jetzt die Franzosen, obwohl die Franzosen nichts anderes machen, als die Vorratsdatenspeicherung zu nutzen. Das, was die machen, ist Vorratsdatenspeicherung. Jetzt ist Herrn Seehofer aufgefallen, das macht die Menschen doch nicht so richtig Freude. Jetzt hat die CDU nicht mehr den Begriff Vorratsdatenspeicherung gecancelt, sondern Herr Kauder hat heute öffentlich erklärt, man wolle in dieser Frage auf die FDP zugehen. Ich weiß gar nicht, wo er hingehen will. Aber er ist jederzeit herzlich gern mit Grund Vernunft anzunehmen. Denn meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden hier nicht über die Frage von Sicherheit, sondern wir reden darüber immer über die Frage, was man mit den Daten im Zweifel auch gegen Menschen machen kann. Wir alle glauben, wir leben im Rechtsstaat. Und das stimmt doch. Ich bin froh, Deutschland ist wirklich einer der herausragenden Rechtsstaaten weltweit. Aber ich sage Ihnen mal, wir haben eine Verwaltungsgerichtsbarkeit deshalb implementiert, weil wir wissen, der Staat kann auch Fehler machen. Wir haben eine Strafprozessordnung implementiert, weil wir wissen, dass die Staatsanwaltschaft und die Gerichte unter Umständen nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und deshalb Verteidigung wichtig ist, Rechte von Menschen zu verteidigen. Der Staat ist nicht an sich gut und ist auch nicht an sich auf ihre Sicherheit aus. Auch das. Aber unsere Frage ist doch mal, wird durch ein Dubeln ihrer Daten, durch die Möglichkeit, Bewegungsbilder von ihnen zu schaffen, nicht nur im staatlichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich, bei Google, bei Apple, wo auch immer, wird dadurch die Kommunikation verändern, wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat? Treffen wir uns noch mit Leuten telefonisch im Verkehr oder machen wir das nicht mehr? Ich kann ja als Strafverteidiger sagen, dass bei uns wieder der persönliche Verkehr stattfindet. Face to face, da wird wenig kommuniziert. Ich höre Politiker, weil sie sagen, sie haben auch nichts zu befürchten, Herr Kollege. Ich sage, ich habe nichts zu befürchten, ich will was verbergen. Ich will einen Teil meines Lebens verbergen. Also nichts Kriminelles natürlich, aber möglicherweise etwas, was meine Frau anders sehen würde als ich oder meine Kegelbrüder anders sehen würden als ich, mein Sportfahrer anders sehen würde als ich oder die Presse anders sehen würde als ich. Niemand ist so davor gefeit, dass neben dem, was legal ist, auch eine neue Form von Legitimität erklärt wird, von moralischer Inanspruchnahme, gegen die sie sich kaum wehren können, die aber ihr ganzes Leben verändern kann. Und dagegen müssen wir uns wehren. Da brauchen wir Menschen, die, wenn die Dr. Schnabelberger oder die andere, die aufpassen, dass die Grenze nicht überschritten wird. Oder Daten. Klau, dass Datenabgreifen zu einer vehementen Veränderung der Gesellschaft führen kann, zu dem Gefühl, nicht mehr frei zu sein, zu dem Gefühl, sich nicht mehr frei äußern zu können, zu dem Gefühl, nicht mehr gegen einen Mainstream anargumentieren zu dürfen, weil man ansonsten seine eigene Existenz gefährdet. Und ich kann Ihnen sicher sagen, da ist die FDP, wie ich gestern Abend auch von Piraten hörte, die einzige Partei, auf die man sich da wirklich verlassen kann, mit einem Grund, die FDP am 22.09. zu wählen. Und dass es natürlich auch bei anderen Formen so Intelligenzausbrüche geben kann, können Sie auch daran sehen, dass beispielsweise das Betreuungsgeld eingeführt worden ist für Kinder. Wobei alle gedacht haben, wunderbar, also kann sich über den Einzelfall streiten, aber das Geld nichts bei den Familien voller Höhe an. Und dann Wolfgang Schäuble, intelligenter Baden-Württemberger, dieses Betreuungsgeld für Provisionsvorbehalte unterbrochen. Das bedeutet, Menschen, die arbeiten, das Betreuungsgeld kommen, zahlen einfach mehr Steuern. Also wenn ein Teil der Sozialleistung schlicht und ergreifend wieder weg, man kann das intelligent nennen, ich sage, das ist eine falsche Ausrichtung. Wenn man schon Betreuungsgeld auszahlt für Kinder, dann muss es auch in voller Höhe bei denen ankommen und nicht bei den Eltern, die arbeiten, gleichzeitig wieder mit Produktionsvorbehalt wie Steuer abgezogen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte, was auch unsere Unionsfreunde angeht, so weitermachen, weil eine der wesentlichen, markanten Dinge, die FDP versprochen hat, nicht an der FDP selbst gestaltet ist. Wir haben sehr viele Fehler gemacht, sondern an der Unionssteuerreform. Mehrwertsteuerreform, Koalitionsvertrag vereinbart. Wolfgang Schäuble hat nicht ein einziges Mal die Kommissionsmitglieder benannt. Das war mehrfach aufgefordert worden. Also Ende letzten Jahres die Kommission benannt und sie hat getagt, wie häufig? Null. Keinmal. Also innerhalb von 4 Jahren hat er es geschafft, die Mehrwertsteuerreform, die ja im Koalitionsvertrag vereinbart waren, auf die lange Bank zu schieben. Und im Mai hat er erklärt, jetzt lohnt sich das nicht mehr bis September. Hat er auch recht. So kann man mit den Bürgerinnen und Bürgern nicht umgehen, so kann man mit dem System auch nicht umgehen. Es gibt eine Reihe von Ungerechtigkeiten im System, die wir dringend beseitigen müssen, um nicht die letzte Glaubwürdigkeit bei den Menschen zu verlieren. Wieder 2, 3 kleine Beispiele.
Die vielfältigen Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer führen beispielsweise dazu, dass Sie die Currywurst im Stehen für 19% bezahlen, die Currywurst im Sitz, nee, die Currywurst im Stehen für 7% und die Currywurst im Stehen für die Currywurst im Sitzen für 19%, die Currywurst im Stehen für 7%. Wie war das mit den Hotelübernachtungen? Wie bitte? Wie war das mit den Hotelübernachtungen? Was haben die jetzt? Wunderbar. Also, man kann ja darüber streiten, ob die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Hoteliers, also die Gastronomiebetriebe, eine sinnvolle Maßnahme war oder nicht. Sie ist übrigens auch gefordert worden aus Bayern anderswo, wegen der Konkurrenzsituation mit anderen Ländern. Aber ich führe diese Diskussion immer wieder gerne, auch mit Journalisten, und frage dann zurück, wie ist es mit der ermäßigten Mehrwertsteuer für Zeitschriften? Wie ist es mit der ermäßigten Mehrwertsteuer für Blumen, für Tierfutter ja nicht? Wie ist es, bedauerlicherweise, mein Hund kann auch nichts dafür, die anderen auch. Wie ist es mit der ermäßigten Mehrwertsteuer in vielen anderen Fällen? Abschaffung, ein Satz. Aber eine zusätzliche. Ja, das ist eine sehr. Das war doch unnötig. Ja, die Hoteliers sehen das anders, weil ein Teil der Einnahmen, wie gesagt, dazu verantwortet ist, der Investitionen zu finanzieren oder Beschäftigungsverhältnisse aufrechtzuerhalten. Sie müssen mich jetzt nicht der Botschaft machen, als ich ohnehin schon bin, oder der Polizeistaat, als ich ohnehin schon bin. Ich war ja der wenige, der gesagt hat, es macht keinen Sinn, in eine Wahl hineinzugehen und zu sagen, wir vereinfachen das System und das Erste, was wir machen, wir verkomplizieren es. Aber für die Hoteliers jedenfalls war es eine Möglichkeit, ihre Liquidität zu verbessern. Ich sage jetzt mal was ganz Ketzerisches, weil bei uns hier noch keine Presse dabei ist. Die ermäßigte Mehrwertsteuer subventioniert Reiche. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt ganz ehrlich sagen, mein Hunger könnte ich auch mit 19% versteuern lassen. Und mir trotzdem leisten. Dass er nur mit 7% versteuert wird, heißt eben, ich werde subventioniert. Er subventioniert nicht Arme. Nicht Sozialschwache. Und wenn Sie sozusagen gerade das mal wieder behaupten, dann haben Sie einen denklogischen Fehler begangen. Also aus meinem Land übrigens, mit von mir initiiert, kam im Bundesrat ein Vorschlag für Deutschland, Union und FDP gemeinsam, alle ermäßigten Mehrwertsteuersätze abzuschaffen und die Mehrwertsteuer eigentlich auf 16% zu legen. Ich sage jetzt mal als Strafverteidiger, dass wir ein wesentliches Element, um Steuerbetrug, Mehrwertsteuerbetrug, wirksam zu bekämpfen. Zweites wesentliches Element, um Mehrwertsteuerbetrug zu bekämpfen, wäre die Versteuerung statt Neuversteuerung. Dann hätten wir 80% aller Fälle in diesem Bereich durch gesetzgeberische Maßnahmen gelöst, ohne dass wir weitere Beamte brauchen, weitere Verfolgung brauchen, sonst was. Ich finde nur, man muss das diskutieren dürfen, ohne gleich denunziert zu werden, beschimpft zu werden. Was ich erlebe, Sie wahrscheinlich auch, es ist immer weniger Probleme rational diskutiert werden, das Für und Wider, sondern eingeteilt werden nach Gut und Böse, nach moralisch und nicht moralisch. Und das ist der weitere Punkt, auf den ich komme, weshalb ich in der FDP bin, ich merke es immer wieder, obwohl ich manchmal auch zweifle, und weil ich glaube, dass es keine andere Partei gibt, die sich so vehement dafür einsetzt, dass es abweichende Verhaltens musste geben darf, abweichendes Verhalten geben darf. Und dass ich mich nicht einem moralischen Druck beugen will, der seine Legitimierung nur daraus entnimmt, dass eine mögliche Mehrheit oder eine lautstarke Minderheit diese neue moralische Kategorie verhandelt. Wunderbar zum Beispiel. Ich will wissen, was ich will, wozu ich Lust habe. Auch Schokolade mit vollmilch Nuss, obwohl das mein Cholesterinspiegel nach oben treibt und mir nicht sagen lassen, ich würde damit die Versichertengemeinschaft gefährden. Ich möchte meinen Wein trinken, wenn er mir Spaß macht. Völlig egal, ob der ökologisch und sozialverträglich gepflückt worden ist, er muss schmecken. Genauso wie der Kaffee übrigens. Und ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, dass ich an einem Tag der Woche nur Salat zu mir nehmen darf und alles andere eben nicht. Das ist ein wunderbarer Weg, den Sie haben. In Schleswig-Holstein ist das in Mensen an Schulen eingeführt worden, an der Uni eingeführt worden, dass Sie an einem Tag kein Fleisch bekommen, kein Fisch bekommen, sondern nur Gemüse und Salat. Wenn meine Mutter gewollt hätte, na, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich Salat essen soll, hätte er mich zum Kaninchen gemacht und nicht zum Menschen. Ich finde, jeder soll das machen, was er will. Die Leute sollen Salat essen, wann sie wollen, aber ich möchte gerne auch Fleisch essen, wenn ich in die Kantine gehe und es nicht mehr aufsuche. Dieses ständige neue Definieren von dem, was anständig und unanständig ist, von dem, was moralisch und nicht moralisch ist, von dem, was gut und böse ist, und zwar außerhalb der gesetzlichen Vorgaben, finde ich inakzeptabel, weil es die Entwicklungsmöglichkeiten und vor allem die Freiheit von Menschen unerträglicherweise einschränkt. Wir hören, wenn Sie den Bonus Eventuales begründen wollen, also den Eventualvorsatz, haben Sie das für möglich gehalten? Das ist, wenn man dann sagt, wenn ich jetzt sage Nein, dann glaubt ihr, ich bin blöd, und wenn ich jetzt sage Ja, habe ich das Ding verloren, weil ich den Vorsatz gerade gemacht habe. Also vorstellen kann ich mir alles. Die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage der momentan vorliegenden Programme?
Da kann ich Ihnen als jemand, der nicht gerade festgelegt ist auf die Union, sagen, bei den vorliegenden Programmen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen völlig ausgeschlossen, weil deren Überlegungen in Richtung wirtschaftlicher Entwicklung konträr zu dem stehen, was ich persönlich für richtig halte, konträr stehen zu dem, was meine Partei für akzeptabel hält. Insofern machen Sie sich keine Sorgen für Grundlagen dieser Programme. Und der handelnden Person, außer Herr Steinbrück, ist an der Koalition anders als mit der Union bedauerlicherweise nach dem 22.09. nicht zu denken. Ich sage deshalb bedauerlicherweise, weil wir nicht die absolute Mehrheit bekommen werden und einen Koalitionspartner brauchen. Aber wir arbeiten daran, auch das noch zu ändern. Verspreche ich. Ich finde, wir brauchen als Partei auch ein bisschen mehr Souveränität im Auftreten. Wir werden dauernd klein geredet oder klein geschrieben und bei den Meinungsumfragen würde ich die Meinungsforscher gar nicht beschimpfen. Die erfassen ja aus ihrer Sicht nur das, was jetzt aktuell ist. Für uns muss entscheidend sein, was am 22.09. abends um 18 Uhr dabei rauskommt. Darauf müssen wir hinarbeiten. Es wäre völlig egal, ob die Menschen jetzt die Westerwelle oder Philipp Rösler heute lieben. Sie sollen ihn am 22. abends um 18 Uhr umarmen. Und sich freuen, dass sie von Menschen dieses Schlages, von Herrn Tonka und mir eingeschlossen, künftig nicht befürchten müssen, dass wir ihnen als Kompanie wollen an ihre Freiheit und an ihre Lebensgestaltung. Das jedenfalls können wir ausschließen. Wir werden sie auch nicht drangsalieren, dass sie ihr Leben anders gestalten sollen als heute. Ich werde immer nur appellieren daran, dass sie sich an die Gesetze halten, wenn es geht. Und wenn es nicht geht, können sie mich anrufen. Aber das ist das Wichtige, den Menschen Freiräume zu lassen, denn nur dort kann Kreativität wachsen und sich entwickeln. Den Menschen eigene finanzielle Möglichkeiten zu lassen, ihr Leben zu gestalten und nicht abhängig zu werden von Transferzahlungen an andere. Und vor allen Dingen alternative andere Lebensentwürfe zulassen und nicht glauben, es muss einheitlich gehen für alle. Alle das gleiche Auto, alle das gleiche Schuhwerk, alle die gleiche Kleidung, alle den gleichen Bus. Dieses Experiment ist in der DDR und anderswo gescheitert und deshalb plädiere ich dafür. Denken Sie an Ihre Freiheit, bewahren Sie sich Ihr Selbstbewusstsein, sind alle intelligent und klug genug, wie ich sehe, dann mache ich mir das weitergeben, am 22.09. keine Gedanken, dann werden wir deutlich besser abschneiden, als Herr Tonka das noch für möglich hält. Ich werbe darum auch in Baden-Württemberg, wir brauchen Baden-Württemberg, was nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für das Wahlergebnis ist. Ich habe hier in Baden-Württemberg für möglichst viele Stimmen für die FDP, aber das entscheiden Sie im Zweifel alles selbst. Ich bedanke mich herzlich.